Also auf jeden Fall Gänsehaut jetzt schon. Also ich habe mein ganzes Leben genau auf dieses Event hingearbeitet. Ich habe im letzten Jahr schon zweimal Paris besucht, um mich wirklich schon auf das Ganze vorzubereiten. Im Endeffekt kann ich noch immer nicht glauben, dass dieser Traum jetzt wirklich Realität wird. Der wahrgewordene Traum eines jeden Profisportlers. Und das sind einfach Gefühle, die habe ich davor noch nie gefühlt. Also vor allem jetzt nach meiner Qualifikation jetzt da, sind da Gefühle aufgetaucht, die ich davor noch gar nicht kannte. Aber im Endeffekt überwiegt jetzt einfach die Freude und vor allem die Vorfreude auf Paris selber. Ich habe jetzt schon öfters gesagt, die großartigen Dinge im Leben, die passieren. Ich habe auch Paris nicht erzwungen. Ich habe alle meine großartigen Leistungen in den letzten Jahren nicht erzwungen. Jetzt natürlich muss ich sagen, ist ein Riesendruck, vor allem auch von mir selbst auferlegter Druck abgefallen, indem ich wirklich mein ganz, ganz großes Ziel, die Olympischen Spiele, erreicht habe. Mein anderes Ziel, unter 10 Sekunden zu laufen, bleibt weiterhin bestehen. Irgendwann werde ich es schaffen, ob es in Paris schon passieren soll, das wird eine höhere Macht entscheiden. Aber Paris und die Olympischen Spiele werden nicht mein letzter Wettkampf in meiner Karriere sein. Und ich denke, ich darf mir jetzt auch mal ein bisschen Zeit lassen, meine nächsten Ziele zu jagen und jetzt wirklich mal diesen Traum und dieses Ziel genießen.